Ja, dann willkommen zur 16. Vorlesung, 17. Vorlesung, Gaben und Logik. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten, nämlich bei den verschiedenen Konstruktionen für die reellen Zahlen. Wir wollen da noch ein bisschen den Unterschied rausarbeiten, dann zwei, drei interessante Phänomene sehen, die es in der konstruktiven Analysis gibt, und dann zu Proof Mining fortschreiten. Okay, also zunächst mal die Erinnerung, wie man die reellen Zahlen bauen kann mit Hilfe von Dedekindschen Schnitten. Dedekindscher Schnitt besteht aus zwei Ansammlungen, Mengen von rationalen Zahlen, sodass diese Bedingungen erfüllt sind. Und man stellt sich dann so einen Schnitt immer dadurch vor, dass man sich eben klar macht, wie L und U auf der rationalen Zahlengerade aussehen. L ist halt irgendwie ein Intervall, was bis zu einer Stelle läuft, und U ist ein Intervall, was ab dort läuft. Und so hat halt genau eine reelle Zahl dazwischen Platz. Und das ist die Zahl, die durch so einen Dedekindschen Schnitt bestimmt wird. Was wir vielleicht uns kurz klar machen können, ist eigentlich, wie man, wenn man so einen Dedekindschen Schnitt in diesem Sinne gegeben hat, wie man dann wirklich eine Näherung bestimmen kann von der reellen Zahl, die durch diesen Schnitt dargestellt wird. Also wie man eine Näherung bekommen kann, die bis auf ein Entel genau ist. Das geht so. Also wenn man so einen Schnitt hat, dann zerteilt der ja den rationalen Zahlenstrahl in so zwei Teile. Und wenn wir jetzt eine Ein-Entel-Näherung von der Zahl finden wollen, können wir Folgendes machen. Wir wissen, L ist bewohnt, deswegen gibt es irgendein Element in L, dieses hier vielleicht. Und wir wissen auch, U ist bewohnt, deswegen gibt es hier vielleicht ein Element. So. Und jetzt können wir einfach den Bereich zwischen hier und hier in lauter kleine Stücke aufteilen. So, einfach gleichmäßig. Wir wissen nicht genau, wo hier dieser Mittelpunkt ist, ja? Den wollen wir herausfinden. Also einfach irgendwie so, gleichmäßig. Und dann können wir für jedes dieser Stücke Axiom Nummer E verwenden. Für jedes dieser Stücke ist es ja so, dass der linke Strich weiter links liegt als der rechte. Das heißt, für jedes dieser Stücke wird es sein, dass entweder die linke Grenze in L liegt oder die rechte in U. Und dann können wir uns quasi einfach überraschen lassen, was da ausgegeben wird. Hier wird vielleicht ausgegeben, okay, das da liegt in L. Liegt in L, liegt in L, liegt in L. Und jetzt wird vielleicht von dem da ausgegeben, das ist wieder hier ich weiß nicht, was der Dedekindsche Schnitt hier zurückgeben wird. Gell? Aber es könnte schon hier sein, dass wenn wir den Vergleich zwischen der und der Ding durchführen werden, dass dann rauskommen wird, ja, das rechte liegt in R. Ob das linke in L liegt oder in U, das bleibt unklar dadurch, aber zumindest haben wir jetzt dann hier eine obere Grenze gefunden. Ja? Und dann wissen wir also, die Zahl liegt zwischen dem letzten, wo wir wussten, dass es in L ist, und dem ersten, von dem wir wussten, dass es in U liegt. Wenn uns die Genauigkeit nicht reicht, dann können wir dazwischen wieder eine kleine feine Unterteilung wählen und dann wieder so von links nach rechts peu à peu durchgehen und finden zum Schluss halt eine feinere Angabe über die Position. Also so kann man zu jedem Dedekindschen Schnitt Entelnäherungen finden für jedes N. Ja? Gut, dann kommen wir mal zu Cauchy, R über Cauchy-Folgen konstruiert und R über Cauchy-Prozesse definiert. Erst Cauchy-Folgen, weil die ein bisschen bekannter sind. Also die Konstruktion wurde eventuell wirklich in eurer Anna 1 gemacht. Hier sollte ich eigentlich der korrekte Teil bei R-Index Cauchy-Folgen schreiben, in Abgrenzung von den Cauchy-Prozessen, die es auch gibt. Mache ich aber jetzt nicht. Folgen ist implizit, wenn man nichts anderes dazu schreibt. Okay, wie ist das nochmal definiert? Also das sind Folgen von rationalen Zahlen, xn's, sodass die ein ganz bestimmtes vorgegebenes Konvergenzverhalten zeigen. Nämlich für alle natürlichen Zahlen soll gelten, der Abstand von xn zu xm ist kleiner oder gleich wie das da. Eine Ansammlung von rationalen Zahlen, die diese Bedingung erfüllt, ist eine Cauchy-Folge. Und in klassischer Logik kann man zeigen, dass jede Cauchy-Folge auf diese Form gebracht werden kann, wenn man sie nur hinreichend stark ausdünnt. So wie es dran steht, kann es momentan noch nicht korrekt sein. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Äquivalenzrelation rausteilen, weil es gibt ja viele verschiedene Cauchy-Folgen, die gegen dieselbe Zahl konvergieren würden. Die hätten wir momentan mehrmals hier drin. Also ohne das Rausteilen
wäre das überhaupt kein Körper. Ja? Und wie ist die Äquivalenzrelation definiert? Die ist so definiert, eine Folge xn ist äquivalent zu einer Folge yn, genau dann, wenn Folgendes gilt. Für alle natürlichen Zahlen n und m ist der Abstand von xn zu ym höchstens 1 durch n plus 1 plus 1 durch m plus 1. Die Intuition, die wir bei dieser Definition haben, ist folgende. Die Intuition ist, all die xn's sind halt Näherungen an eine hypothetische Zahl x, an den Grenzwert dxn's n, welcher in Q vielleicht nicht existiert. Und diese Bedingung hier, die sagt dann Folgendes aus. Die fordert, dass der Abstand von der Endnäherung zum Limes der xn's, Limes xl, l geht gegen unendlich, dass der kleiner oder gleich wie 1 durch n plus 1 ist. Guten Morgen. Also das ist unser Wunsch. Ja? Wir wollen wir wollen von unseren Cauchy-Folgen fordern, dass sie so schnell konvergieren, dass das n-te Folgenglied höchstens Abstand 1 durch n plus 1 hat zu dem Grenzwert, der dadurch beschrieben werden soll. Ich schreibe da Intuition und nicht irgendwie Theorem oder sowas, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade die Theorie aufsetze, kann ich ja noch gar nicht über den Limes sprechen. Aber es ist trotzdem gut, das dranstehen zu haben, weil dann weiß man, wie man auf all die Ungleichungen kommt. Zum Beispiel, wie kommt man jetzt auf diese Ungleichung hier? Naja, also wenn wirklich diese Intuition erfüllt sein soll, wie groß darf dann der Abstand von xn zu xm höchstens sein? Naja, der Abstand darf höchstens Folgendes sein. Wir könnten da ja Dreiecksungleichungen machen und dann könnten wir also x den Grenzwert der Limes xls einschieben und dann hätten wir der Abstand von xn zu xm ist höchstens der Abstand von xn zum Grenzwert plus der Abstand vom Grenzwert zum xm, also diese Zahl plus diese Zahl. So kommt man drauf, ja? Okay. Und eine Möglichkeit, die man jetzt auch noch machen kann, sind eben diese Cauchy-Prozesse. Die recht unbekannt sind, aber extrem nützlich. Ihr werdet dann auch gleich sehen, warum. So. Cauchy-Prozesse, das sind jetzt nicht Cauchy-Folgen. In dem Sinne, dass zu jeder natürlichen Zahl n eine rationale Zahl zugeordnet wird, sondern das sind folgende Dinge. Das ist eine Abbildung von n in die Potenzmenge von q. Anders wie eine Folge. Das ist eine Abbildung von n nach q. Das hier geht in die Potenzmenge von q. Und die Bedingung ist jetzt folgende. Erstens, für jedes n ist die Menge Alpha von n bewohnt. Enthält ein Element. Und dann zweitens eine Umschreibung von der Bedingung oben. Für alle n und m, für alle x aus Alpha von n und y aus Alpha von, oder irgendeine x-Schlange aus Alpha von m, soll der Abstand von x zu x-Schlange kleiner gleich wie 1 durch n plus 1. Durch 1 durch m plus 1 sein. Und wie vorher werden wir noch eine Äquivalenzrelation rausteilen müssen. Ja. Ja, ich glaube, das beantwortet dann eine Frage, die ich hatte, wie das mit der Intervallschachtelung ist. Ja. Das ist, glaube ich, dann einfach eine Verallgemeinerung davon. Oder? Kann sein. Ich habe es leider nicht nachgeschaut. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme als Teilmenge halt, fordere, dass das Intervalle sind, also dass für zwei. Ach so, Zahlen in Alpha von ja. N auch gelten muss, dass alles, was alle rationalen Zahlen ja. dazwischen liegen, ebenfalls enthalten wird. Ja, aber ist nicht ganz richtig, weil die Bedingung, die da hinten steht, die erzwingt nicht, dass die Intervalle alle ineinander drin liegen müssen, dass das eine Intervallschachtelung ist. Mhm.
Hier ist es okay, wenn das immer wieder springt, solange die einen Überlapp haben. Okay. Also das wäre dann nochmal ein Stückchen allgemeiner wieder als eine Knoblauchschachtelung. Was ist die Idee? Die Idee ist eine Folge, wenn man der ein n gibt, produziert die genau eine rationale Zahl, halt xn. Und hier bei den Cauchy-Folgen soll das eben so gemacht werden, also soll das so gemacht sein, dass zwei verschiedene Näherungen, die man bekommt, eine 1 durch n plus 1 Näherung und eine 1 durch n plus 1 Näherung, dass die sich eben höchstens um diesen Wert unterscheiden. Bei Cauchy-Prozessen ist es so, wenn man da eine natürliche Zahl reinsteckt in so einen Cauchy-Prozess, dann kommt nicht eine rationale Zahl raus, sondern es kommt eine ganze Menge von rationalen Zahlen raus. Diese Menge ist bewohnt, hat also mindestens ein Element, aber könnte noch weitere Elemente haben. Wir stellen uns Alpha von n als die Menge aller Approximationen vor der Güte 1 durch n plus 1 an den ideellen Grenzwert. Je zwei so Approximationen, irgendeine 1 durch n plus 1 Approximation, genannt x, und irgendeine 1 durch n plus 1 Approximation, genannt x Schlange, muss dann diese Kohärenzbedingung oder Konsistenzbedingung erfüllen. Also das ist genau dasselbe wie oben. Aber der wesentliche Unterschied ist halt, dass jetzt die Folge nicht irgendwie sich einigen muss auf Näherung, sondern sie kann eben eine ganze Menge von Näherungen produzieren. Das hier ist auch ein Stückchen ehrlicher irgendwie an Dingen wie der Physik. Wenn ich irgendwie ein Experiment gestalte, um irgendeine wichtige Größe in der Physik zu messen, dann ist es ja so, dass jedes Mal, wenn ich das Experiment neu ausführen werde, dass ich einen anderen Näherungswert bekommen werde. Ja, und die Menge all dieser Ergebnisse, auf die habe ich keinen Zugriff physikalisch, ne? Ich habe immer nur auf endlich viele Zugriff, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand im platonischen Ideenhimmel die Menge aller Ergebnisse, die da rauskommen könnten, in diese Ergebnismengen Alpha von n packt. So kann ich mir also so einen Cauchy-Prozess auch vorstellen als eine nicht deterministische Cauchy-Folge. Für jedes n kann ich die Maschine anwerfen und dann rödelt die irgendwie und dann spuckt sie eine 1 durch n plus 1 Näherung von meiner gesuchten Zahl aus. Wenn ich sie aber wieder anwerfe, dann kommt vielleicht eine andere Näherung raus. Und alles, was ich weiß, ist, dass die halt unterm Strich diese Konsistenzbedingung erfüllen. Okay, und jetzt müssen wir auch wieder was rausteilen. Was müssen wir rausteilen? Also so ein Cauchy-Prozess Alpha gilt als Äquivalenz zu einem Cauchy-Prozess Beta. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Und jetzt schreibe ich im Wesentlichen das von oben ab. Ich muss mir nur ein bisschen Mühe geben hinten, weil es gibt ja jetzt nicht die eine Näherung. Ich schreibe halt für alle x aus Alpha von n und für alle y aus Beta von m. Und jetzt kann ich dieselbe Bedingung hinpacken. X minus y soll höchstens das da plus das da sein. Dann gelten zwei Cauchy-Prozesse als äquivalent, als dieselbe reelle Zahl beschreibend. Falls sich jemand von euch stört mit dem 1 durch n plus 1 immer, meinetwegen könnt ihr auch die natürlichen Zahlen hier ab 1 beginnen lassen und könnt ihr ein Entle schreiben. Oder vielleicht noch ein bisschen besser, basisfreier, wäre, dass ihr sagt, so ein Cauchy-Prozess oder auch eine Cauchy-Folge ist nicht eine Abbildung von n nach q oder nach p von q, sondern von q plus, den positiven rationalen Zahlen nach q oder nach p von q. Die Intention sollte dann sein, dass nicht eine Zahl n reingesteckt wird, mit der Bitte eine 1 durch n plus 1 Näherung zu liefern, sondern eine Zahl epsilon, mit der Bitte, eine Epsilon-Näherung herzustellen. Und dann würde ich dann hier zum Beispiel einfach schreiben, für alle Epsilon und für alle Delta und für alle X aus Alpha von Epsilon und für alle Y aus Beta von Delta soll gelten, der Abstand von X zu Y ist höchstens Epsilon plus Delta. Dann habe ich es basisfreier, das ist eigentlich eleganter. Nur wenn man damit konkret umgeht, im Proof Mining, dann ist es mit den N's und M's ein bisschen schöner, einfach weil es ein bisschen sparsamer ist, weil man halt nur abzählbar, also kanonisch abzählbar viele N viele Sachen hat, anstatt dass man jetzt irgendwie Bruch viele Dinge hat. Gibt es gerade Fragen zu diesen Konstruktionen? Dann will ich kurz die Bemerkungen fortführen vom letzten Mal, beziehungsweise einfach ein paar der Bemerkungen jetzt eben beweisen. Also ich mach neue Bemerkungen dazu. Zum Beispiel will ich beweisen, R, wenn ich es über Cauchy-Folgen konstruiere, ist eine Teilmenge von R, wenn ich es
vielleicht nicht bemerken, so eine Proposition. Ist eine Teilmenge von R, wenn ich es mit den Cauchy-Prozessen baue. Wie machen wir das? Naja, wenn wir die Äquivalenzklasse von einer Cauchy-Folge haben, xn, dann können wir dadurch einen Cauchy-Prozess erhalten. Das ist der Prozess, der einen n nimmt. Und jetzt muss er die ganze Menge von Näherungen zurückgeben. Er ist aber auch erlaubt, nur eine einzige Näherung zurückzugeben, als Menge verpackt. Und da gibt er halt xn zurück. Das ist eine injektive, wohldefinierte Abbildung. Ja? Ist injektiv und wohldefiniert. Wohldefiniertheit ist, nehme ich an, recht klar, weil ja die Wohldefiniertheitsbedingungen im Wesentlichen, also die Äquivalenzklassenbedingungen eigentlich im Wesentlichen dieselben sind. Und Injektivität ist, nehme ich an, auch klar, weil wenn wir zwei verschiedene Äquivalenzklassen hier vorne haben, oder einmal eine Äquivalenzklasse xn, einmal eine yn, und wir wissen, die entstehenden Cauchy-Prozesse sind gleich, also sind eigentlich zueinander äquivalent, dann wissen wir ja das da. Und diese für alle Quantoren, die sind jetzt aber nicht so nebulös, weil es ja immer genau eine Möglichkeit gibt, die zu instanzieren. Und dann kommt eben genau die Bedingung von da oben raus. Also sind dann die Folgen, die da drin standen, zueinander äquivalent. Okay, und noch mehr. Falls das abzählbare Auswahlaxiom gilt, Axiom of Choice für Funktionen von n nach n, dann ist sie auch bijektiv. Wie geht das? Also wir wollen noch Surjektivität zeigen, gell? Also nehmen wir uns ein Element aus der rechten Menge. Das ist also die Äquivalenzklasse von einem Cauchy-Prozess. So, und dann wissen wir doch, für jedes n ist Alpha von n bewohnt. Wenn wir jetzt das Auswahlaxiom zur Verfügung haben, können wir simultan aus all diesen Alpha n's je ein Element wählen und kriegen so eine Folge xn. Und diese Folge wird dann auch genau diese Bedingungen erfüllen, weil diese Vertreter, die wir gewählt hatten, die unterlagen ja dieser Konsistenzbedingung und die gilt dann halt für die spezifischen Vertreter, die wir gewählt hatten. Also so haben wir den Zusammenhang geklärt. Ja? Und das Zweite, was wir sehen könnten, wäre, dass die Konstruktion mit Cauchy-Prozessen dasselbe liefert wie die Konstruktion mit Cauchy-Folgen. Falsch, mit dedekindischen Schnitten. Das braucht kein Auswahlaxiom und gar nichts. Das stimmt einfach. Und da gebe ich euch die Isomorphie an, versuche ein bisschen was dazu zu sagen, werde das jetzt aber nicht nachrechnen, das ist eine Übungsaufgabe, falls euch die Konstruktion von Zahlenmengen interessiert. Also, wir könnten die Äquivalenzklasse von einem Cauchy-Prozess haben, von so einem Alpha. Dann kann man daraus einen Dedekindschen Schnitt machen, also so ein Paar LU. Jetzt muss ich halt das L und das U angeben, ne? L sind all die rationalen Zahlen, für die folgendes der Fall ist, es gibt ein n, also eine natürliche Zahl, und irgendeine Näherung bis auf 1 durch n plus 1 von dem Cauchy-Prozess Alpha, sodass x noch kleiner ist als x' minus epsilon. Ich erkläre gleich, wie man auf diese Abschätzung kommt. Eine Antwort wäre natürlich, dass halt mit, wenn man das so definiert, dann passt alles und dann wird das ein ISO. Aber man kann das noch besser begründen. Okay, und den anderen Schnitt, der ist so angegeben. Es muss eine natürliche Zahl geben und eine Näherung, sodass x mehr ist als x' plus epsilon. Ich schreibe noch kurz die Rückrichtung hin und dann diskutieren wir beide. Die andere Richtung geht so, wenn wir
einen Dedekindschnitt haben, LU. Dann müssen wir jetzt einen Cauchy-Prozess draus machen. Die Pflanze das von dem Cauchy-Prozess. Und das machen wir so, dass wir Alpha von N schicken auf die Menge, die jetzt gleich dran stehen wird. So. Ja? Aha. Wo habe ich Epsilon geschrieben? Aha. 1 durch n plus 1, genau. Genau, danke. Sehr gut. Okay, gehen wir es durch. Warum ist das eine sinnvolle Definition? Abseits davon, dass man mit dieser Definition nachrichten kann, dass L und U Dedekindschnitt, also dass L, U ein Dedekindschnitt Schnitt ist und dass halt die, dass das gegenseitige Inverse sind. Erinnert euch an die Intuition, die wir für die Elemente aus L und für U haben. Die Elemente aus L sollen all die rationalen Zahlen sein, die echt kleiner sind, wie die reelle Zahl, die eben durch den Schnitt gegeben wird. Und die Elemente aus U sollen all die rationalen Zahlen sein, die echt größer sind, als die reelle Zahl, die durch den Schnitt gegeben wird. So, was steht jetzt hier dran? Hier steht dran, das sind all die rationalen Zahlen x, sodass das hier erfüllt ist. Und jetzt überlegen wir uns mal, dass wenn das hier erfüllt ist, dass dann in der Tat x echt kleiner ist als die Zahl, die durch das Alpha gegeben sein soll. Hier steht ja zumindest dran, x soll kleiner sein wie x' minus 1 durch n plus 1. So, was ist der Zusammenhang, die relative Lage von x' minus 1 durch n plus 1 und der Zahl Alpha, die eben durch diesen Prozess gegeben sein soll? Naja, der Abstand von x' zu Alpha, erinnert euch hier an die Intuition, der ist doch kleiner gleich 1 durch n plus 1. Wenn wir also, intuitiv, ne? Also wenn wir das da wissen, dann können wir wie folgt weiter abschätzen. X ist kleiner als x' minus 1 durch n plus 1 und das ist kleiner gleich wie Alpha plus 1 durch n plus 1. Minus 1 durch n plus 1, also gleich Alpha. Kurz, wenn wir das da haben, dann folgt, dass x echt kleiner als Alpha ist. Ja? Dieses x, nochmal anders ausgedrückt, ohne Abschätzungen, das x' ist halt irgendeine Näherung für die Zahl, die durch das Alpha gegeben ist. Ich nenne die wieder Alpha. Und ich weiß von der Zahl, die sie geben soll insgesamt, ist sie höchstens 1 durch n plus 1 weit entfernt. Also es könnte sein, es gibt zwei Extremer, wo das x' liegen könnte. Das könnte 1 durch n plus 1 weit nach rechts liegen, dort. Oder es könnte 1 durch n plus 1 weit nach links gehen und dann dort zu liegen kommen. Das sind die beiden Möglichkeiten für das x', ja? So, und wenn wir jetzt wissen, dass x aber kleiner ist, wie die Näherung, die wir hatten und nochmal 1 durch n plus 1 abgezogen, dann wissen wir in jedem Fall, dass das x links von Alpha liegt. Vielleicht ist x' der eine Extremfall hier. Dann wissen wir, x liegt nochmal so eine geschweifte Klammer weiter links davon. Passt. Wir könnten auch sozusagen Pech haben und das x' könnte eine Näherung sein, die zu groß ist. x' könnte genau das noch sein. Genau die Entfernung 1 durch n plus 1 haben zu Alpha. Aber dann wissen wir, dass x liegt echt links von dieser Zahl minus 1 durch n plus 1, also echt links von Alpha. So kommt man auf diese Definition. Analog hier unten. Okay, und was ist die Intuition rückwärts? Wir haben also einen Dedekindschen Schnitt gegeben, sollen daraus so einen Cauchy-Prozess machen. Also müssen wir jetzt entscheiden, was die 1 durch n plus 1 Näherungen von der Zahl sein soll, die durch den Dedekindschen Schnitt gegeben ist. Und da sagen wir, na gut, das sind halt all die rationalen Zahlen, sodass, wenn ich ein bisschen weiter nach rechts gehe, ich dann in U bin. Und wenn ich ein bisschen weiter nach links gehe, ich dann in L bin. Das ist dann genau also dieser Bereich, dort, wo sich die runden Klammern treffen. Ein 1 durch n plus 1 Bereich. Wenn ich nachweisen möchte, dass für den so definierten Cauchy-Prozess wirklich diese Konsistenzbedingung hier gilt,
dann verwende ich Axiom Nummer D. Okay. Gut, also das gilt immer. Was ich jetzt noch machen würde, wäre noch euch ein bisschen allgemeiner zeigen, wie man denn eigentlich die Vervollständigung von dem metrischen Raum definieren kann, konstruieren kann, konstruktiv. Und dann eben ein paar intuitionistische Phänomene in diesem Kontext. Gibt es gerade Fragen? Na dann. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr die Cauchy-Prozessdefinition jetzt auswendig könnt, dann lösche ich die linke Tafel. Als Faustregel gilt Folgendes zu sagen in konstruktiver Mathematik. Die reellen Zahlen, die über Dedekindsche Schnitte konstruiert sind oder eben über Cauchy-Prozesse, die sind besser als das über Cauchy-Folgen. Also die sind dann besser, wenn das Auswahlaxiom nicht zur Verfügung steht, das Abzählbare. Falls doch, sind die alle äquivalent. Aber falls nicht, sind die Dedekindschen Zahlen besser. Zum Beispiel gilt nämlich Folgendes. Die über die Cauchy-Folgen konstruierten reellen Zahlen sind nicht Cauchy-vollständig. Das ist ein bisschen schade. Dagegen die über Dedekindsche Schnitte konstruierte Dinger sind schon, oder über Cauchy-Prozesse, sind schon Cauchy-vollständig. Und sogar ein bisschen allgemeiner. Bemerkung von R. Cauchy kann man ohne Auswahlaxiom nicht zeigen, dass sie Cauchy vollständig sind. Woran liegt das? Erinnert euch an den Beweis aus der Anna 1, warum, wenn man R über Cauchy-Form konstruiert, warum die dann Cauchy vollständig sind? Der Beweis ging so. Sei eine Cauchy-Folge in R Cauchy gegeben. Wir wollen den Grenzwert konstruieren. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, es ist eigentlich eine Folge gegeben von lauter Elementen aus R Cauchy, also von lauter Äquivalenzklassen von ihrerseits Cauchy-Folgen. Wir haben also eine erste Äquivalenzklasse von der Cauchy-Folge, eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte. Was man dann macht ist, von all den Cauchy-Folgen, die also Bestandteile sind von der Cauchy-Folge in R Cauchy, nimmt man so eine Diagonalfolge. Und von dieser Diagonalfolge zeigt man, sie ist wieder eine Cauchy-Folge. Also man nimmt von der Entenfolge das n-te Glied und das ist dann eben der Grenzwert. Der letzte Beweisschritt, dass diese Diagonalfolge wieder eine Cauchy-Folge wäre und ein Grenzwert, der ist, wäre auch konstruktiv völlig okay, aber ein Schritt vorher ist nicht okay. Nämlich, wenn wir also so eine Cauchy-Folge in R Cauchy haben, dann wissen wir, jedes Folgenglied ist eine Äquivalenzklasse von so einem Repräsentanten. Aber, um jetzt die Diagonalfolge konstruieren zu können, müssten wir simultan für jedes N der Cauchy-Folge in R Cauchy je einen Repräsentanten wählen. Wir wissen, für jedes N gibt es so einen, aber wir müssten die simultan wählen. Das geht mit dem abzählbaren Auswahlaxiom, das geht aber nicht ohne. Und deswegen werde ich ohne das abzählbare Auswahlaxiom nicht zeigen können, dass es Cauchy vollständig wird. Das geht auch nicht, nachdem man jetzt angenommen hat, dass das n-te Folgenglied bereits schon diese Bedingungen erfüllt. Nee, genau. Weil halt es immer noch ein Fakt des Lebens ist, dass eine und dieselbe reelle Zahl durch ganz viele verschiedene, genauso schnell konvergente Cauchy-Folgen beschrieben werden kann. Mhm. Und da müsste ich wählen, ja? Um die Diagonalfolge aufzustellen. Ich weiß nicht genau, wie sehr ihr das schon überblicken könnt, wann man das abzählbare Auswahlaxiom verwenden muss. Ihr könnt da gerne auch nochmal einhaken, dann schreibe ich es nochmal auf und dann sehen wir es genauer oder so. Das müsst ihr entscheiden. So, schreiben wir doch die positive Bemerkung auf. R über Cauchy-Prozesse und R über Dedekind konstruiert sind dagegen
schon Cauchy vollständig. Und sogar Cauchy-Prozess vollständig. Also man kann definieren, was es bedeutet, dass ein Cauchy-Prozess irgendwohin konvergiert. Dazu schaut man in Anna 1 nochmal nach, wie die Definition der normalen Konvergenz war. Und ersetzt dann xn durch sowas, durch so ein Alpha von n, durch alle Elemente von Alpha von n. Und dann kann man eben zeigen, R mit, also eine der beiden guten Konstruktionen, ist Cauchy-Prozess vollständig. Wie läuft das jetzt ab? Also stellt euch vor, zum Beispiel, ich habe einen Cauchy-Prozess von Cauchy-Prozessen, von Elementen hier drin gegeben. Dann weiß ich also, für jedes n finde ich eine ganze Menge von solchen Sachen. Und jetzt kann ich zum Diagonal-Cauchy-Prozess übergehen. Ich muss an keiner Stelle wählen, weil Cauchy-Prozesse dürfen ja sowieso mehrere Ergebnisse immer produzieren als 1 durch n plus 1 Näherung. Und dann sammle ich da halt alle Ergebnisse auf, die alle Wahlen von Repräsentanten zur Folge hätten. So vermeide ich das Ausfallaxiom. Warum schreibe ich hier sogar? Warum ist das eine stärkere Bedingung im Allgemeinen, Cauchy-Prozess vollständig zu sein, als nur Cauchy vollständig zu sein? Naja, a priori gibt es mehr Cauchy-Prozesse. Wenn ich das Ausfallaxiom zur Verfügung habe, könnte ich aus jedem Cauchy-Prozess eine Cauchy-Folge machen und es gibt keinen Unterschied, keinen wesentlichen Unterschied. Aber ohne gibt es halt manchmal Situationen, wo ich in der Lage bin, nicht deterministisch Näherungen zu konstruieren. Und wenn ich dann weiß, dass so ein Prozess konvergiert, weiß ich mehr, als wenn ich nur das da weiß, weil ich eben aus dieser nicht-deterministischen Ansammlung an Approximationen nicht eine Folge bauen kann, die dann konvergiert. Daher ist das ganz schön zu haben. Ja? Darf ich mich an der Formulierung ein bisschen aufhängen? Bitte. R-Cauchy-Prozess und R-Dedekind sind dagegen schon Cauchy-vollständig. Also das dagegen... Ja, anders als das. Impliziert auch ein bisschen, dass R-Cauchy dann nicht Cauchy-vollständig ist. Genau, ist es ja auch nicht ohne Ausfallaxiom. Also ist es nicht und man kann es nicht sagen. Nein, ja, also... Genau, das hört sich nämlich ganz ja dann, ja, ohne Ausfallaxiom ist es eben nicht. Ja, ja, nee. Nein, es kann schon sein, dass das Ausfallaxiom nicht gilt und die trotzdem Cauchy-vollständig sind. Aber ich kenne kein einziges Modell, in dem das so ist. Okay, und jetzt sage ich, ne, wenn ich das Modell nicht kenne, dann ist es falsch. Das ist halt jetzt ein Schluss, den ich ziehe. Nee, da hast du schon recht. Also es kann sein, dass es vollständig ist, obwohl das Ausfallaxiom nicht vorhanden ist, nicht gilt. Aber trotzdem schreibe ich dagegen, ja, weil hier kann ich es halt nicht zeigen ohne Ausfallaxiom, hier kann ich es dagegen schon zeigen ohne Ausfallaxiom. Aber genau, das dagegen bezieht sich nicht auf die Aussage, ob es vollständig ist oder nicht, sondern ob ich es zeigen kann oder nicht. Okay. Ja. Vielleicht könnte man das dieses absehbare Ausfallaxiom wieder daraus folgern, dass das kann schon sein, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Also die Frage ist, ob man das absehbare Ausfallaxiom folgern kann aus der Cauchy-Vollständigkeit von R Cauchy, aber ich glaube nicht. Ich habe es mir jetzt nicht durchgedacht, aber ich glaube nicht. Wenn das geht, oder auch wenn es nicht geht, das steht auf jeden Fall auf dem NLAP-Eintrag zu reellen Zahlen. Da kann man also was lernen. Eine Bemerkung vielleicht noch an die Haskell-Programmierer hier. Cauchy-Prozess war doch sowas. N nach P von Q. So, das Blabla gilt. Statt P von Q könntet ihr euch auch vorstellen, sowas wie IO Q. Dann wird wirklich ausgedrückt, dass es ein nicht-deterministischer Prozess ist, der eine rationale Zahl produziert. Der darf irgendwie werkeln. Der darf ein physikalisches Experiment durchführen, um zu seinem Ergebnis zu kommen. Okay. Dann lasst uns doch mal kurz definieren, was ein metrischer Raum ist und dann definieren, wie man die Vervollständigung konstruiert und dann noch diese angesprochenen Fun Facts und dann prüft man die. Ihr könnt jetzt sagen, hey, ich weiß doch, was ein metrischer Raum ist. Das habe ich doch in Anna 1 gelernt oder Anna 2. Aber ich will euch eine Definition zeigen, die ohne Verwendung von R vorkommt. Warum will ich das machen? Naja, ich will R später definieren als die Vervollständigung von Q. Wenn ich jetzt für das Konzept metrischer Raum schon R bräuchte, dann wäre diese Definition zirkulär.
dann könnte ich zwar im Nachhinein beweisen, nachdem ich R zum Beispiel hiermit oder hiermit konstruiert habe, könnte ich im Nachhinein beweisen, dass es im Übrigen die Vervollständigung von Q war, aber ich würde gerne das als Definition verwenden, weil das eine schöne anschauliche Definition ist, die den Spirit von R eigentlich sehr gut fasst. Also kommt jetzt eine Möglichkeit zu definieren, was ein metrischer Raum ist, ohne das Wort R zu verwenden. Und in klassischer Logik genau dasselbe wie sonst. Und auch in konstruktiver Logik, wenn man, sobald man das R gebaut hat. Ja? Wenn man die richtige Variante von R nimmt. Ich sage gleich was dazu. Okay, also ein metrischer Raum besteht aus einer Menge x. Das sollen dann die Elemente von die Punkte vom Raum sein. Menge x. Zusammen mit einer Relation, die je ein Element aus x und noch ein Element aus x und eine nicht negative rationale Zahl miteinander in Verbindung setzt. Und der besseren Orientierung halber schreibt man diese Relation auf eine suggestive Art und Weise. Ich schreibe die nämlich so. Also in der klassischen Definition von metrischen Raum sagt man ja, ein metrischer Raum ist eine Menge x zusammen mit einer Abbildung d von x kreuz x nach r oder r0 plus oder so. Hier sage ich jetzt, es gibt nicht unbedingt eine Abbildung d oder so, aber immer wenn ich einen x und einen y und einen epsilon mir vorgebe, dann ist definiert, was d von x, y klein gleich epsilon zu bedeuten hat. Das ist ein Abuse of Notation dafür, dass ich einfach sage, dass das Tupel x, y, epsilon in der Relation R liegt. Und jeder metrische Raum kann halt seine eigene Relation da mitnehmen. Wenn ihr einen metrischen Raum im üblichen Sinne habt, dann könnt ihr sofort so eine Relation R bauen, sodass dann die Axiome erfüllt sein werden, die dann gleich hier hinkommen. Nämlich indem er sagt, na gut, das R ist halt die Menge all der x, y, epsilons, sodass wirklich d von x, y klein gleich epsilon ist. Wobei d sich dann auf die Metrik bezieht, die ihr eben gegeben habt. Okay, sodass ein paar Axiome erfüllt sind. Schreiben wir die auf. Das ist jetzt so, dass wir einfach zu jedem der Metrik-Axiome, die wir kennen, ein Axiom für diese Relation bekommen. Eines der Axiome sagt noch, der Abstand von x zu x ist 0. Schreiben wir das auf. Für alle x aus x und für alle, schreiben wir es direkt hin, ist d von x, x kleiner gleich 0. Und denkt dran, das ist eben diese Abuse of Notation für die Relation. Bitte hakt ein, wenn das nicht klar ist. Kläre ich wirklich gerne. Zweites Axiom von metrischen Räumen sagt, wenn die Entfernung von zwei Punkten 0 ist, dann sind die Punkte gleich. Viele Leute lassen das auch weg. Dann kommt man zu sogenannten quasimetrischen Räumen, heißen die, glaube ich. Haben auch gewisse Vorteile. Aber ich will es hier ansonsten ganz normal klassisch halten. Straightforward. So, wenn der Abstand kleiner gleich 0 ist, dann soll x gleich y sein. Auch recht mühelos übersetzt. Gut, und dann gibt es noch die Dreiecksgleichung. Das ist das letzte klassische Axiom für den metrischen Raum. Und die formulieren wir jetzt so. Für alle x, y, z aus dem Raum und für alle epsilon und delta aus Q0 plus soll Folgendes gelten. Wenn der Abstand von x zu y kleiner gleich epsilon ist und wenn der Abstand von y zu z kleiner gleich delta ist, dann soll der Abstand von x zu z kleiner gleich wie epsilon plus delta sein. Auf diese Art und Weise haben wir die Dreiecksgleichung kodiert. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind Axiome, die keine klassische Entsprechung haben, weil man klassisch eben einfach gesagt hat, ein metrischer Raum ist eine Menge x zusammen mit einer Abbildung von x kreuz x nach r, da hat man schon die reellen Zahlen verwendet. Das muss ich jetzt auch irgendwie einfließen lassen. Ich muss noch irgendwie Axiome fordern, sodass sich das da wirklich so verhält, wie die Notation naheliegt.
Eines dieser Axiome ist zum Beispiel, das ist, soll fünftens sein, viertens füge ich gleich an, ist auch nur eine Zeile. Eines dieser Dinger soll folgendes sein, für alle x, y aus x und für alle epsilon und delta aus q0 plus, wenn d von x, y kleiner gleich epsilon ist und wenn epsilon kleiner gleich delta ist, naja, dann wollen wir fordern, dass auch d von x, y kleiner gleich delta ist. Ne, wenn d wirklich eine Abbildung wäre nach r, dann wäre dem auf jeden Fall so. D ist jetzt keine Abbildung nach r, die gibt es gar nicht. Wir haben nur eine Schreibweise eingeführt für d von bla, bla, kleiner gleich bla. Aber wir wollen, dass sich das genauso verhält, als ob die xy eine reelle Zahl wäre. Deswegen diese Forderung. Eine andere Forderung, viertens, wäre, dass überhaupt mal die Entfernungen endlich sind. Für alle x und y aus groß X und soll folgendes gelten, soll eine Zahl existieren aus q0 plus epsilon, sodass d von xy kleiner gleich epsilon ist. Das ist auch wieder etwas, was wir klassisch gar nicht fordern müssen, also für normale metrische Räume, weil natürlich ist d von xy kleiner gleich wie d von xy oder meinetwegen eine Aufrundung hin zu einer rationalen Zahl. Okay, und dann brauchen wir, ich glaube, nur noch ein Axiom. Ich schreibe das mal kurz hin. Das da. Beachtet, an der Stelle steht nicht Q0 plus, sondern Q plus, also wirklich nur die positive Zahl. Vorne dagegen steht Q0 plus. Also wenn wir wissen, dass die Entfernung kleiner gleich ist wie Epsilon plus jede noch so kleine positive rationale Zahl, dann können wir normalerweise folgern, dass der Abstand wirklich kleiner gleich Epsilon ist. Zur Erinnerung, der klassische Beweis würde so gehen, angenommen nicht, dann ist d von xy mehr als epsilon, dann ist d von xy wirklich größer gleich wie epsilon plus noch ein Stück, kleines bisschen rationales positives Dings, aber andererseits ist es kleiner gleich wie das Widerspruch. Und diese Logik, die ist hier gleich als Axiom eingebaut, sodass wir die also wunderbar dann verwenden können. Gut, und lasst mich überlegen, ob jetzt noch ein Axiom fehlt. Aber ich glaube nicht. Nee, das passt. Symmetrie noch. Ah ja, sorry. Das wäre auch eines der Metrikaxiome einfach. Ne? Das wird also Axiom Nummer 0, damit das gut reinpasst. Das lassen übrigens auch viele Leute sonst weg. Aber hat halt überhaupt nichts jetzt mit der Konstruktivität oder so zu tun, sondern einfach mit der Frage, ob wir Symmetrie haben wollen von der Metrik oder nicht. Wir wollen sie haben. Haben wir das. Vielen Dank. Also, das sind die Möglichkeiten. Das sind die Axiome, wie man einen metrischen Raum konstruiert. Wenn wir einen metrischen Raum im üblichen Sinne haben, der nach R abbildet, dann können wir daraus einen metrischen Raum in diesem Sinne erhalten, wie schon erklärt. Eine andere Möglichkeit der Definition wäre übrigens folgende gewesen. Eine andere und äquivalente. Äquivalent, ein metrischer Raum ist eine Menge x zusammen mit einer Abbildung. Ich schreibe jetzt wirklich wieder Abbildung, wie klassisch auch. D von x kreuz x nach, ich lasse hier noch frei, sodass die üblichen Axiome gelten, die üblichen bekannten Axiome gelten. Also nur die, die man auf Wikipedia findet, wenn man mit Raum nachschlägt. Also im Wesentlichen 0 bis 3. Nur auch ganz normal formuliert, ebenso wie ihr es in der Anna 1 kennengelernt habt.
Und was schreibe ich jetzt hier hin? R, wenn ich R hinschreiben würde, dann wäre klassisch alles in Ordnung. Klassisch könnte ich dann zeigen, dass die Kategorie der Dinger, die hier rauskommt, mit dieser Definition äquivalent ist zu der Kategorie der Dinger, die hier rauskommt. Alles gut. Aber konstruktiv könnte ich diese Äquivalenz nicht zeigen. Aus folgendem Grund. Jedes D von XY kann ich auch als eine Art reelle Zahl ansehen. Hier links. In welchem Sinne? Ich kann jedes D von XY ansehen als so etwas Ähnliches wie die Menge groß U von dem Dedekindschen Schnitt. Weil zum Beispiel bei dem Dedekindschen Schnitt war ja auch gefordert, wenn eine Zahl in dem U-Teil, wenn eine Zahl drin liegt und eine andere Zahl ist nochmal größer gleich, dann liegt auch die größere Zahl drin. So, die Menge aller Epsilons, sodass D von XY kleiner gleich Epsilon ist, die erfüllt genau die Axiome für so eine Menge U. Nur nicht ganz. Ein Axiom war, dass das U offen ist nach unten hin. Das hatte in folgendem Sinne, das war Axiom C, glaube ich. Wenn man ein Element aus U hat, dann gibt es ein Epsilon, ein positives Epsilon, sodass x minus dieses Epsilon, also ein bisschen weiter in die Richtung gegangen, auch noch in U liegt. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben genau was Gegenteiliges. Nämlich wir haben Axiom Nummer 6. Das würde in der Sprache von Dedekindschen Schnitt folgendem Axiom entsprechen. Wenn ich eine Zahl x habe und ich weiß, x plus jedes noch so kleine positive rationale Epsilon liegt in U, dann liegt auch x in U. Das wäre genau das Axiom, was man bräuchte, wenn man nicht so offene Dedekindsche Schnitte charakterisieren will, sondern welche, wo das Intervall abgeschlossen ist, statt offen. Was man halt auch machen könnte, wenn man das möchte. Okay, und wenn man das eben macht, also R rechtsseitige abgeschlossene Dedekindsche Schnitte, irgendwie so könnte man das nennen. Dann hätte man hier die Äquivalenz. Konstruktiv, völlig elementar, ohne Außeraxiom und ohne Tricks. Ja, das wäre also die Menge, ich kann es ja kurz hinschreiben, dann haben wir das klar. Das wäre die Menge all derjenigen Teilmengen von U, sodass folgende Axiome erfüllt sind. Ein Analogon zu A, nämlich U ist bewohnt. Ein Analogon zu, kommt dann von Axiom Nummer 4. Dann etwa ein Analogon zu dem B von damals, falls x kleiner gleich y ist und x in u liegt, dann liegt auch y in u. Und jetzt eben eine Variante von C, der Offenheitsbedingung. Wenn man weiß, dass x plus epsilon in u liegt für alle epsilon aus q plus, dann folgt, dass x in u liegt. Okay, und man muss, und hier noch größer gleich 0, also schreibe ich hier Q0 plus. Wir wollen nicht, dass die Metrikwerte negativ sind. Gut. Also das könnte man definieren. Klassisch kann ich Folgendes machen. Immer wenn ich so ein U gegeben habe, kann ich dazu erstens aus dem U ein etwas machen, was offen ist, statt abgeschlossen nach links hin. Das kann ich auch konstruktiv. Und zweitens könnte ich mir dazu ein passendes L konstruieren. Und das Pärchen LU wäre dann ein normaler Dedekindschen Schnitt, also eine normale reelle Zahl. Dieser letzte Schritt funktioniert konstruktiv aber nicht. Das ist wirklich eine andere Art von reellen Zahlen als die vollen Dedekindschen Schnitte. Das da zum Beispiel ist auch nicht mehr Cauchy-vollständig. Das ist nur noch vollständig für Schwachmonoton fallende Cauchy-Folgen. Ja. Die Zahlen hier drin, die kann ich gut von oben annähern, aber nicht von unten. Und so ist es halt links auch genau gemacht. Ja. Ich weiß immer, was es bedeutet zu sagen, die Entfernung ist höchstens so und so viel. Und ich kann im Laufe der Zeit vielleicht immer bessere Schranken bekommen. Aber ich habe halt nicht die echt größere Relation kodiert, sondern die kleiner Gleichrelation. Okay. Und jetzt möchte ich euch noch sagen, wie man metrische Räume in diesem Sinne vervollständigen kann. Das geht über die Cauchy-Prozesskonstruktion, die wir schon kennengelernt haben.
die universelle Art und Weise, einen metrischen Raum X in diesem Sinne zu einem vollständigen metrischen Raum zu machen. Mit universell meine ich, das erfüllt dann wirklich die universelle Eigenschaft, die man erwartet von der Vervollständigung. Für die Leute, die wissen, was ich damit meine, ich habe halt einen Vergissfunktor von vollständigen metrischen Räumen zu metrischen Räumen und ich will, dass der einen linksadjungierten hat. Und ich behaupte gerade, dass das durch das, was jetzt kommt, dass dadurch der linksadjungierte gegeben ist. Eben genau die Vervollständigung. Mit vollständig meine ich hier vollständig bezüglich Cauchy-Prozessen, weil das ist die natürlichste Vollständigkeitsbedingung, die ich hinschreiben kann. Natürlich, Vollständigkeit unter Cauchy folgen wäre, wie gesagt, ein bisschen zu stark, wenn ich nicht das Auswahlaxiom sonst zur Verfügung habe. Ist folgende. Die nenne ich dann zum Beispiel Cx für Completion, Vervollständigung von x. Und das sind eben also Cauchy-Prozesse. Abbildung von n nach p von x, sodass die Bedingung gilt, die wir schon vorhin gesehen hatten, für alle n und m oder für alle epsilon delta, wenn ihr basisfrei arbeiten wollt, und für alle x aus alpha x, alpha n, und für alle x Schlange aus alpha m soll gelten die Entfernung von x zu y ist kleiner gleich wie 1 durch m plus 1 plus 1 durch m plus 1. Modulo genau derselben Äquivalenzrelation, wie wir sie vorhin hatten. Und jetzt müsste ich noch definieren, wie denn die Metrik darauf aussieht. D von der Äquivalenzklasse von einem Summen Cauchy-Prozess zu einem anderen. Ich definiere jetzt nicht die reelle Zahl, die da rauskommen soll. Ich definiere nur, wann das kleiner gleich wie ein Epsilon ist. Ne? Aus metrischen Räumen in dem Sinne, wie sie links steht, mache ich einen vollständigen metrischen Raum in dem Sinne, wie er links steht. Und die Definition, die sich da anbietet, wenn man die Intuition, die vorhin angegeben war, verwendet, dann kommt man auf diese Definition von selbst, ist folgende. Für alle n und m soll Folgendes gelten. Für alle n-Näherungen, die Alpha produziert, und für alle m-Näherungen, die Beta produziert, soll der Abstand von x zu y kleiner gleich sein wie 1 durch n plus 1 plus 1 durch m plus 1 plus das Epsilon. Das kann man auch umschreiben zu der Sache, die jetzt kommt. Die Richtung von oben nach unten ist trivial, weil ich nur m auf n spezialisiere. Die Richtung von unten nach oben ist nicht ganz trivial. Da braucht man ein kleines bisschen analytisches Gespür für. Man muss so einen Hilfsterm einfügen und dann Axiom Nummer 6 nutzen. Falls euch das interessiert, dann bearbeitet die Übungsaufgabe dazu, die heute online kommt. Also ist nicht ganz klar, dass Äquivalenzzeichen ist. Es ist nichts, was man, keine Ahnung, wie cool ihr drauf seid, aber es ist nichts, was man im Kopf sofort überblicken kann. Okay, und ein Beispiel wäre dann für diese Konstruktion, dass R über Cauchy-Prozesse oder eben über Cauchy oder über die Dirichlet'sche Schnitte konstruiert, dass das kanonisch isomorph sein wird zur Vervollständigung von Q. Und jetzt seht ihr also, wie man metrische Räume bauen kann, ohne einen R zur Verfügung zu haben. Das wird zum Beispiel in einem obskuren, aber sehr geilen Gebiet der Quantenmechanik verwendet. Es gibt ja etwas, das nennt sich C-Stern-Algebra, in der Quantenmechanik sehr wichtig, auch in der klassischen Mechanik schon.
Kommutative C-Sternalgebren gehören zu klassischen physikalischen Systemen, nicht-kommutative zu quantenphysikalischen. Eine C-Sternalgebra ist ein Banachraum, sodass bla 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 gilt. Also ein metrischer Raum, sodass bla 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 gilt. Ja? Und wenn man das konstruktiv formulieren will, möchte, macht man das eben auch über eine dieser beiden Varianten. Die sind ja, wie gesagt, zueinander geklemmt. Was hat man dann davon? Das will ich jetzt nicht ausführen, steht im Pizza-Seminar-Skript, falls euch das genau interessiert. Aber es gibt diesen Bohr-Topos, mit dem man vorgeben kann, dass jede nicht-kommutative C-Sternalgebra in Wahrheit kommutativ ist. Und das ist nice für manche Physikerinnen, weil dann können sie das Gelfand-Neimark-Theorem verwenden. Das heißt, sie können, weil jetzt die C-Sternalgebra kommutativ aussieht, können sie einen Phasenraum dazu bauen. Also den kompakten Hausdorff-Raum, der dazu gehört. Und dann hat man plötzlich eben doch wieder zu quantenphysikalischen Systemen einen Phasenraum. Das ist etwas, was man klassisch nicht hat und nicht erwarten würde, weil eben alles nicht kommutativ ist. Also da ist es zum Beispiel nützlich. Bitte. Das heißt, intern hat dann sozusagen diesen Bohr-Topos, der ist die C-Stern-Algebra kommutativ. Genau, richtig. Also die formale Aussage ist, zu jeder C-Stern-Algebra, ob kommutativ oder nicht, gibt es einen an sie maßgeschneiderten Bohr-Topos, sodass es in diesem Bohr-Topos ein Spiegelbild gibt von der C-Stern-Algebra und das Spiegelbild erscheint dann kommutativ mit der internen Sprache. Sobald wir die interne Sprache haben, und damit wollen wir ja übernächstes Mal vermutlich anfangen, kann man diese Behauptung, die ich gerade gemacht habe, auch sehr leicht nachvollziehen. Das ist ein dreizeiliger Beweis dann. Ja? Gibt es noch Verallgemeinerungen vom metrischen Raum, wo man das Q0 plus durch irgendwie was anderes? Durch eine Partialordnung oder sowas? Ja. War tatsächlich eine Diskussion in der WG vor kurzem. Weiß ich persönlich nicht, aber ich denke schon. Eigentlich. Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber man kannst du machen. Du siehst ja hier auch offensichtlich, brauchst du nirgendwo wirklich, dass es Q war, außer hier beim letzten Axiom. Aber meine Güte, lass halt das letzte Axiom weg. Oder denk dir was Neues dazu aus. Könnte man durchaus machen. Man könnte halt sagen, nicht für alle Delta aus Q plus, man könnte auch einfach sagen, für alle Elemente aus der Partialordnung, die echt größer sind als das Epsilon, soll dann das gelten, wenn du das haben willst, dann hast du es schon emuliert. Ich habe es nicht untersucht, aber es liegt nahe, das mal zu versuchen. Also, ein Beispiel, die ich denken würde, wenn du irgendwie einen Raum hast und du definierst die Topologie über irgendwelche Testfunktionen, dass du dann irgendwie sagen kannst, dass du dann noch einen baust. Ja, kann ich mir vorstellen. Der Vorschlag war gerade bei Topologien, die mit Testfunktionen zu tun haben, dass man da auf diese Verallgemeinerung kommen könnte. Okay. So. Dann lösche ich die linke Tafel auch wieder weg. Ich wollte euch das nur zeigen, damit ihr seht, wie das geht. Wir werden damit auch jetzt nicht im Folgenden arbeiten, ja? Gut. Wir brauchen noch eine Definition. Für R über Dedekind konstruiert. Über Cauchy-Prozesse konstruiert, aber ihr wisst, man kann dazwischen umrechnen. Ich schreibe es jetzt nur dafür. Ich würde gerne definieren, was es bedeutet, dass eine Zahl x weiter links liegt als eine Zahl y. Okay. X und y sind also Elemente aus R-Cauchy-Prozess. Ja? Das definiere ich wie folgt. Und ja, ich mache das so. Es gibt ein n und es gibt ein x' aus Alpha von n und ein y' aus Beta von n, so dass folgendes gilt, das x', das liegt noch echt weiter links als das y', sogar wenn man noch 1 durch n plus 1 abzieht. Wir hatten uns vorhin schon mal überlegt, dass das genau die Vorstellung kodiert, dass der Grenzwert von diesem Cauchy-Prozess, genannt x,
kleiner, echt kleiner ist als der Grenzwert, der zu dem Cauchy-Prozess Y oder Beta gehört. Ja? Besonders ist hier, wir haben ein Existenzquantum vorne. Dann können wir x kleiner gleich y definieren. Sind also hier drei Definitionen, die jetzt gleich kommen werden. Das heißt folgendes. Für alle n und für alle m und für alle x' aus Alpha von n und y' aus Beta von m soll gelten, x' ist kleiner gleich wie y' minus 1 durch n plus 1 minus 1 durch n plus 1. Und tut mir leid, oben muss es eine 2 sein. Und man kann das umschreiben. Das ist genauso nicht trivial, wie ich es vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte. Zudem. Der Vollständigkeit halber will ich kurz definieren, was x größer gleich y bedeutet. Das definieren wir einfach als y kleiner gleich x, dann sparen wir uns Schreibaufwand. Wir müssen nicht nochmal so etwas Ähnliches hinschreiben. Und dann würde ich gerne noch definieren, was es bedeutet, dass x entfernt von y ist, englisch apart. Das ist eine apartness relation. Das ist das Duale zu einer Äquivalenzrelation. Das soll heißen, x ist kleiner als y oder y ist kleiner als x. Und man kann zeigen, dass das Äquivalent zu folgender Sache ist. Es gibt ein Epsilon aus Q plus, positiv wirklich, sodass die Entfernung von x zu y größer gleich ist, sodass dieser Abstand größer gleich ist wie Epsilon. Da habe ich jetzt die Minusfunktion und die Betragsfunktion verwendet. Die kann man beide auch für reelle Zahlen definieren, wie man es erwarten würde. Ja? Und die Bemerkungen, die ich hier noch loslassen will, sind folgende. Wenn zwei Zahlen nicht zueinander apart sind, nicht voneinander entfernt, dann sind sie gleich. Aber Folgendes kann man nicht zeigen. Also zunächst mal kann man nicht die Umkehrung zeigen, wenn x ungleich y, und zwar folgende Umkehrung, wenn x ungleich y ist, dann ist x apart zu y. Das da, das kann man, ich lasse mal das Aber weg, das da kann man mit Markovs Prinzip zeigen. Aber sonst im Allgemeinen nicht. Ich nehme an, ihr könnt auch schnell verstehen, warum das gilt, ohne das jetzt im Detail nachzurechnen. Wenn ich weiß, dass x nicht y ist, dann weiß ich platonisch, dass so ein Sicherheitsabstand Epsilon zwischen x und y existiert. Wenn ich jetzt Markovs Prinzip zur Verfügung habe, dann kann ich den auch wirklich angeben, indem ich einfach nach und nach all die rationalen Zahlen absuche oder all die 1 durch n plus 1 absuche, bis ich mal irgendwann geschafft habe, das nachzuweisen. Das ist die Idee. Und noch was anderes. Man könnte doch fragen, gilt folgende schöne Aussage. Jede Zahl ist 0 oder apart von 0 oder entfernt von 0. Das wäre nochmal eine Verstärkung von den beiden Sachen, die hier steht. Klassisch sind all die drei Aussagen zueinander äquivalent. Das da, das kann man nicht zeigen, aber man kann sehr genau angeben, wozu das äquivalent ist. Das ist nämlich äquivalent zum beschränkten Allwissenheitsprinzip.
Zur Erinnerung, das war das Prinzip, was ausgesagt hat. Für jede 0-1-Folge ist es entweder der Fall, dass eine natürliche Zahl n existiert, sodass irgendwo in der Folge eine 1 vorkommt, oder sind immer Nullen. Das ist das Prinzip, dass man unendliche 0-1-Folgen komplett überblicken kann, obwohl man nur vorne steht. Ja, und die Folge in den Horizont abdriftet. Das macht auch Spaß, die Sequenz hier zu beweisen. Im Wesentlichen haben wir das schon gemacht. Das ist sehr, sehr ähnlich, wie als wir bewiesen hatten, dass dieser Zusammenhang mit genau dann weiß ich für eine Turingmaschine, dass sie hält oder nicht hält, wenn eine gewisse Zahl, die ich konstruiere, entfernt von 0 ist. Okay, und eine Bemerkung noch. Wenn ich weiß, dass es nicht der Fall ist, dass x echt kleiner als y ist, dann folgt, dass x größer gleich y ist. Und das ist eine Äquivalenz. Und übrigens auch das da oben ist eine Äquivalenz. Bitte da oben noch einen Fall dazu machen. Und so finde ich, ist das eventuell nochmal eine interessante Botschaft. Das zeigt nämlich, dass die positiven Begriffe grundlegender sind in der konstruktiven Analysis als klassisch. Mit positive Begriffe meine ich solche, wo ein Existenzquantor dran steht. Hier haben wir ein Existenzquantor und auch hier haben wir ein Existenzquantor, halt ein oder. Das ist die einfachste Form von einem Existenzquantor. Ne? Es existiert einer der beiden Fälle, ein n. N ist 0 oder 1. Ja? Die sind fundamental. Dagegen die negativen Begriffe Gleichheit und größer Gleichheit oder kleiner Gleichheit, wenn ich das umdrehe, die sind abgeleitete Begriffe. Ja, die sind Negierungen von den anderen. Andersrum ist es halt falsch. Ich kann nicht Apartness definieren oder charakterisieren mit Ungleichheit, mit Nichtgleichheit. Die Richtung von rechts nach links würde schon gelten, aber halt nicht die Richtung von links nach rechts. Also das Fundamentale ist zueinander entfernt sein oder echt weiter links liegen. Abgeleitete Größen sind gleich sein und größer gleich sein. Das hat mich als Kind so ein bisschen aufgeregt, weil ich fand so, dass offensichtlich selbstverständlich Gleichheit das Fundamentalste sein sollte und nicht Antigleichheit. Aber es ist Fakt des Lebens, dass nun mal diese Sequenz gilt und nicht anders. Ja, vielleicht, weil man Gleichheit in der Realität kann ja auch nie richtig feststellen. Genau, das ist eine gute Bemerkung. Gleichheit in der Realität kann ich nicht feststellen. Wenn ich irgendwie behaupte, Trägemasse ist gleich schwere Masse in der Physik, ja? Ich werde nicht quasi ein Experiment sein können, was mir zeigt, dass das gilt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es mal ein Experiment gibt, was mir zeigt, dass das verschiedene Größen sind. Ja, ich werde immer bessere Experimente vielleicht durchführen können und sehen, bis auf ein Entel und bis auf 1 durch 2 auch n und bis 1 durch Ackermann von n, waren die immer gleich. Aber dadurch folgt ja noch nicht, dass sie wirklich gleich sind. Dagegen Entferntheit könnte ich irgendwann feststellen. Zumindest wenn ich insofern an Gott glaube, als dass ich Markus' Prinzip akzeptiere. Na, wenn die wirklich falsch sind, dass ich irgendwann so gut messen kann, dass ich das merke. Gut. So, eine Bemerkung noch, dann zwischen wir jetzt dazu und dann sind wir fertig mit dem Thema. Für q quer, die algebraischen Zahlen, als Teilmenge von c aufgefasst, wobei c wie üblich r kreuz r ist, und zwar gut konstruiert, also entweder mit Cauchy-Prozessen oder mit Dedekind. Gilt, zur Erinnerung, eine Zahl ist genau algebraisch, wenn sie nur still von einem normierten Polynom mit rationalen Koeffizienten ist, gilt schon für alle x, x ist 0 oder x ist entfernt von 0. Also für reelle Zahlen gilt das wie gesagt nicht. Die anschauliche Vorstellung ist die, wenn ich eine reelle Zahl habe, dann also kann ich mir das so Computer vorstellen, dann kann ich immer bessere Näherungen verlangen von der Zahl.
Wenn ich Glück habe, kann ich auch sofort die Frage entscheiden und sehen, ah ja, die x ist entfernt von 0. Wenn die Näherung zum Beispiel mit 17 anfängt und schon auf ein Hundertstel genau ist, dann weiß ich das. Aber ich kann halt auch Pech haben und in endlicher Zeit nicht unterscheiden können von diesen beiden Fällen. Aber wenn x algebraisch ist, dann geht es eben schon. Denn wenn x algebraisch ist, dann kommt das x ja mit eben einer normierten Polynomgleichung mit rationalen Koeffizienten, von dem das x eine Nullstelle ist, eine Lösung ist. Und dann kann ich aus diesen rationalen Koeffizienten eine gewisse Schranke herleiten, sodass ich dann nur prüfen muss, ob x größer wie so und so viel oder kleiner wie sowas ist. Der Bereich überlappt sich, das kann ich konstruktiv machen, schreibe ich gleich auch noch an. Und dann kann ich eben diese beiden Fälle voneinander unterscheiden. Dann brauche ich nur eine Näherung, die so und so gut ist. Ich brauche keine immer besseren Näherungen. Ein Beweis davon findet sich zum Beispiel in Marx' Galois-Theorie-Buch, was online ist. Ich kenne auch eine einzige andere Quelle, wo das drin steht, nämlich das Buch zur konstruktiven Algebra von Richman, Ray und Mainz. Beweis ist so eine halbe Seite oder so. Ja? Entwurzel kommt irgendwo vor. Also ich will nur sagen, das ist nichts Triviales, aber man kann das zeigen. Und das finde ich, das macht für mich nochmal einen deutlichen Unterschied, den ich klassisch gar nicht wertschätzen könnte zwischen Q quer und R oder Q quer und C. Ja? Für Q quer habe ich das halt, für C nicht. Als ich klein war, habe ich das mal verwendet, um halt dieses Softwarepraktikum zu machen bei Marc. Da habe ich ein Programm entwickelt in der besten Programmiersprache, die es gibt, um Galois-Gruppen auszurechnen von einem Polynom. Gegeben Polynom mit rationalen Koeffizienten oder sonst welchen. Gesucht ist die Galois-Gruppe. Und da muss man halt als Hilfsmittel muss mal Nullstellen von rationalen Zahlen finden, von Polynomen mit rationalen Koeffizienten finden. Und man muss halt auch als Hilfsmittel solche Unterscheidungen treffen können. Die man übrigens, also genauso könnte ich auch sagen können, x ist gleich y oder x apart von y. Und das geht halt. Es war für mich möglich, das Programm zu entwickeln, weil der Beweis war ja konstruktiv hiervon. Ich musste nur in Marx' Skript nachschauen, wie halt die Abschätzungen zu machen sind. Und dann war das sofort erledigt. So, letzte Bemerkung, dann kommt der Zwischenwertsatz. Bemerkung, Folgendes oder Proposition. Folgendes kann man schon zeigen. Für alle x, machen wir für alle x aus R, R wieder gut konstruiert mit Cauchy-Prozessen oder Dedekind. Ja? Und für alle Q und R aus, sagen wir auch aus R, aber so, dass Q echt weiter links liegt von R. Für all sowas kann man zeigen, die Situation auf dem Zahlenstrahl wäre so, hier ist Q, hier ist R, kann man zeigen, x liegt links von R oder x liegt rechts von Q. Die Fallunterscheidung ist möglich konstruktiv. X liegt entweder in dem Bereich oder x liegt in dem Bereich. Also solange da eine Überlappung drin ist, kann ich die Fallunterscheidung treffen. Anschaulich in dieser Realisierbarkeitsinterpretation kann man wieder sofort verstehen, warum dem so ist. Um diese Fallunterscheidung treffen zu können, brauche ich nicht x auf beliebige Genauigkeit. Ich brauche es nur auf Genauigkeit besser als, sagen wir, die Hälfte des Abstands von Q zu R. Wenn ich dann entdecke, dass die Näherung hier liegt, dann weiß ich halt, okay, x liegt in diesem schraffierten Bereich. X liegt dann übrigens auch in dem Bereich nach rechts, was ich vielleicht nicht zweifelsfrei feststellen kann, weil das ist ja nur Näherung und vielleicht liegt die wahre Zahl x auch hier und dann wäre es nicht der Fall. Aber ist mir egal, wenn das, also ich habe ja nicht gesagt, dass nur einer der beiden Fälle gilt. So kann ich das immer machen. Ja. Wenn du jetzt R schreibst, meinst du immer über Cauchy-Prozesse? Ja, genau. Wenn ich nicht anderes dazu schreibe, meine ich immer auch über Cauchy-Prozesse. Oder Dedekind, die sind egal. So, dann will ich jetzt noch einen Satz hinschreiben, nämlich den Zwischenwertsatz. In ein paar Varianten, weil die ganz nett sind. Und zwar in insgesamt 4 Varianten, glaube ich. Mal schauen. Klassisch werden all die Aussagen, die ich hinschreibe, jeweils äquivalent zum Zwischenwertsatz sein. Also, das betrifft immer eine punktweise stetige Funktion von
0,1 nach R. Punktweise stetig. Ich betone dieses punktweise, weil wir hatten ja letztes Mal auch festgehalten, dass es beweisbar kein ganz überzeugendes Konzept von Stetigkeit gibt, sofern man sich an der traditionellen Vorstellung klammert, dass ein Raum wirklich aus Punkten bestehen muss. Wir werden noch lernen, dass man diese Vorstellung fallen lassen kann, indem man zu Topper übergeht. Gut. Statt 0,1 können wir natürlich auch jedes andere Intervall nehmen von A nach B. 1 sagt, falls für alle x aus dem Intervall gilt, f von x ist kleiner 0 oder f von x ist größer 0. Dann stimmt auch Folgendes. Dann verläuft die Funktion entweder komplett unterhalb der x-Achse oder sie verläuft komplett oberhalb der x-Achse. Das kann ich zeigen, sofern ich Dependent Choice, abhängiges Auswahlaxiom habe. Das ist eine leichte Verstärkung vom abzählbaren Auswahlaxiom. Ich gebe das gleich an, wenn ich noch die anderen Varianten hingeschrieben habe. Klassisch folgt daraus sofort der normale Zwischenwertsatz. Ne? Indem ich halt so einen beweislichen Widerspruch mache oder so, ja. Wenn ich eben weiß, f von 0 ist kleiner als 0 und f von 1 ist mehr als 0, dann weiß ich ja, dass keiner dieser beiden Fälle erfüllt ist. Deswegen weiß ich auch, dass das nicht erfüllt ist. Und klassisch kann ich daraus folgern, dass es ein x gibt, sodass das nicht der Fall ist, sodass also der einzige verbliebene Fall der Fall ist, also dass f von x nicht kleiner ist. Also das ist eine Variante vom Zwischenwertsatz, den man konstruktiv zeigen kann, eben unter Annahme von diesem Axiom. Was zum Beispiel in der Realisierbarkeitswelt erfüllt ist. Ja? Also je nachdem, wie ihr jetzt drauf seid, könnt ihr sagen, das ist gar nichts Schlimmes. Wenn ihr lieber in Gabentopper arbeitet, die noch kommen werden, dann ist es schon was Schlimmes, weil da das, auch dieses Auswahlaxiom quasi nie gilt. Das zweite ist, also falls f von 0 kleiner als 0 ist und f von 1 größer als 0 ist und f lokal unkonstant ist, das wird definiert, so gibt es x aus 0,1 mit f von x gleich 0. Also so gilt genau die Behauptung vom Zwischenwertsatz, wie man sie kennt. Hierfür braucht man das, ich überlege, ob abzählbar oder abhängig, wir brauchen das Abhängige genügt auf jeden Fall. So, ihr werdet gleich sehen, woher diese Auswahlaxiome wirklich kommen. Lokal, nicht konstant, will ich gleich definieren. Ich will nur noch eine Sache vorher machen. Noch eine Variante, falls f von 0 kleiner als 1 ist, kleiner als 0 ist, sondern f von 1 größer als 0 ist und f streng monoton steigend ist, SMS, so gibt es genauso ein x, diesmal ohne alles. Und dann gibt es noch den approximativen Zwischenwertsatz. Das war ein Durchbruch 2016, vor einem Jahr, auf MathOverflow. Vorher wusste man nur, wie man es mit dem abzählbaren Auswahlaxiom beweist. Jetzt geht es aber auch ohne. So gibt es für alle Epsilon aus Q plus ein x aus 0,1, sodass der Abstand von f von x zu 0 kleiner gleich Epsilon ist. Also das Resultat ohne, das gilt eben ohne alles und das ist dank Matt Frank
im November 2016. Mike Schulman hatte auf MathOverflow gefragt: Leute, wir wissen alle, dass das hier mit absehbarem Auswachstum gilt. Hat sich irgendjemand mal die Mühe gemacht, um zu schauen, ob es ohne das auch geht? Ich glaube nicht. Bitte kann jemand mal wirklich ein Gegenbeispiel angeben? Und dann hat Matt Frank eben einen Beweis gepostet, dass es geht. Und Mike Schulman hat eine Bounty ausgesetzt von 200 Credit Points und die hat er auch sehr zu Recht eben abgesandt dafür. Er hat es dann veröffentlicht in dem Paper. Das Paper ist nur 2 Seiten lang. Der Beweis ist nicht kompliziert und vielleicht führe ich den noch vor. Aber schon wirklich kreativ an einer Stelle. Und Mark war auch ein großer Fan vom Paper, unter anderem deswegen, weil es unter einer freien Lizenz stand. Creative Commons Share Alike. So, lasst mich mal erklären, was die Sache bei zweitens ist. Ja? Was heißt lokal unkonstant? Lokal unkonstant heißt, für alle a, b aus dem Intervall 0, 1, so dass a kleiner b ist, gibt es ein c zwischen a und b, vielleicht auch genau die Ränder, so dass f von c apart vom 0 ist, entfernt von 0 ist. Also so dass f von c positiv oder negativ ist. Warum brauchen wir das? Was ist denn eigentlich überhaupt das Problem beim ganz normalen Beweis vom Zwischenwertsatz? Ich will nochmal erinnern, wie man den ganz normal beweist. Der Beweis vom normalen Zwischenwertsatz geht so. Man hat 0 links, 1 rechts und man weiß, die Funktion verläuft hier negativ und da positiv und dazwischen halt irgendwie so. Der Beweis vom Zwischenwertsatz geht so, klassisch, in jeder anderen 1 macht man das so. Man zerteilt das Intervall in 2 gleich große Hälften. Man hat hier also den Mittelpunkt. Und jetzt prüft man, ob der Funktionswert hier größer oder kleiner oder gleich 0 ist. Wenn er gleich 0 ist, prima, dann hat man eine Nullstelle gefunden. Wenn er größer 0 ist, wie gerade im Bild eingezeichnet, dann nimmt man das als neue rechte Intervallhälfte und macht dann weiter, also wieder halbieren, dann würde man bei diesem Funktionswert schauen, ob er größer, kleiner oder gleich 0 ist. Bei gleich 0 super. Jetzt ist er kleiner, das heißt, man würde dann wieder halbieren und dann kommt man recht schnell zur Nullstelle. Recht schnell, damit würde mich jetzt gerade in Amerika auslachen. Ne? Das Bisektionsverfahren, das konvergiert halt linear und das Nullverfahren konvergiert quadratisch. Aber okay, man kommt hin, auch mit Sicherheit kommt man hin, hat diese Grenzen. Okay. Was funktioniert an diesem Beweis konstruktiv nicht? Naja, die Fallunterscheidung, dass f von x gleich 0 kleiner oder größer 0 ist, die funktioniert nicht. Gut. Das spiegelt sich auch in der Numerik wieder. Ihr wisst doch, auch in der Numerik ist es streng verboten, 2 Fließkommazahlen auf Gleichheit zu prüfen. Denn das wäre keine Aussage, die stabil unter Rundungsfehlern ist. Und in der Tat gibt es Probleme. Schaut euch folgenden Funktionsverlauf an. So, das wackelt hier irgendwie. Jetzt ist es längere Zeit konstant 0. Und jetzt geht es irgendwie weiter. Man könnte hier denken, das ist eine super Funktion, da gibt es ja sogar ganz viele Nullstellen. Das ist prinzipiell auch richtig. Aber diese Nullstellen hier sind nicht stabil unter Verwackeln der Funktion. Wenn ich diese Funktion ersetze durch eine Funktion, die in der Supremumsnorm sehr nah an der Funktion dran ist. Ja, also ich lege hier so einen kleinen Epsilon-Schlauch um die Funktion und dann suche ich mir eine neue Funktion aus, die in dem Epsilon-Schlauch läuft. Dann können die Nullstellen, die hier liegen, plötzlich ganz woanders liegen. Die können weit wegrutschen. Ja, vielleicht habe ich hier eine Nullstelle. Nachdem ich es aber leicht verändert habe, sieht die Funktion so aus. So irgendwie. Ja, das ist jetzt nur an jedem Punkt nur minimal verwackelt, aber plötzlich ist die Nullstelle von hier nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist sie hier ganz weit links. Das ist nicht stabil. Und das genügt auch schon als Beweis, um zu sehen, dass konstruktive Mathematik nicht stark genug ist, um den Zwischenwertsatz in seiner üblichen Formulierung, das heißt ohne diese Zusatzvoraussetzung, beweisen zu können. Warum? Weil es ein Metatheorem gibt, was ihr kennenlernen werdet. Das ist genau die interne Sprache von Gabentopoi. Dass immer, wenn ich schaffe, etwas konstruktiv zu beweisen, dass dann das x, was ich geschafft habe, die Existenz von zu zeigen, dass die Existenz von diesem x lokal stetig abhängt
von den Eingabedaten. Hier wäre es also, das heißt, wenn ich das konstruktiv beweisen würde, könnte, ja, dann würde ich es also schaffen, eine Funktion zu finden, die mir zu jeder Funktion eine Nullstelle zuordnet und die stetig ist. Auf jeder offenen Umgebung hätte ich hier eine. Aber das finde ich hier auf jeden Fall nicht, weil es spricht nichts dagegen, dass diese Funktion auszusehen diese Nullstelle mir liefert. Das ist ja eine Nullstelle, das wäre genau ein x, was die Behauptung erfüllt. Aber wenn ich die Funktion nur minimal verwackle, dann gäbe es vielleicht nur noch eine Nullstelle, dann wäre die Funktion gezwungen, diese Nullstelle zurückzuliefern und das ist dann ein unstetiger Sprung. Zur Definition von lokal und konstant, ja. Müsste das dann nicht heißen, ich meine, die konstante Funktion mit konstantem Wert 1, die ist doch in dieser... Ja, das stimmt. Also nicht die ist nicht lokal und konstant, ja. Also lokal und konstant 0. Ja, das, ich glaube, es ist nicht üblich in der Literatur, aber es wäre besser so. Lokal und konstant 0 sollten wir schreiben. Ja. Danke, vielen Dank für den Vorschlag. Was hilft denn jetzt diese Zusatzbedingung, um den Beweis doch durchführen zu können? Die hilft einem wie folgt. So. Das können wir dann beweisen, nicht mit dem üblichen Bisektionsverfahren, aber mit einem Trisektionsverfahren. Also hier irgendwie verläuft die Funktion. Wir teilen das Intervall in drei gleich große Hälften auf. Hier und hier gleich groß. Jetzt, bevor wir anfangen, irgendeine Fallunterscheidung zu machen, die wir gar nicht machen können, lassen wir uns aufgrund der Nichtkonstantheit, lokal Unkonstantheit, Nullheit, lassen wir uns ein C generieren, was dazwischen liegt, und von dem garantiert klar ist, dass es entfernt von 0 ist. Und jetzt verwenden wir dieses Ding, diesen Funktionswert, f von c, der ist entfernt von 0, er ist also positiv oder negativ, den verwenden wir, um die Fallunterscheidung durchzuführen. Dann würden wir also sagen, okay, das da soll die neue rechte Intervallgrenze sein. Und dann wieder so weitermachen, in drei gleich große Teile teilen, dazwischen eine Zahl finden, wo der Funktionswert bekanntermaßen entfernt von 0 ist und wieder so weitermachen. Weil die Wahl von dem C hier keinesfalls eindeutig ist, kriege ich auf diese Art und Weise nicht eine Folge nach und nach, sondern ich muss das abhängige Auswahlaxiom verwenden, um immer diese Cs wählen zu können. Ja, um simultan Cs wählen zu können für die gesamte Laufzeit der Folge. Und dann geht's wieder. Wie sieht es bei Nummer 3 aus? Da war f als streng monoton steigend vorausgesetzt. Naja, wenn f streng monoton steigt, dann kann es auf jeden Fall Situationen wie hier nicht geben. Und dann ist die Nullstelle auch stabil unter Verwackeln. Es gibt genau eine Nullstelle und die ist stabil unter Verwackeln. Wenn ich die Funktion verwackel, dann kann die nicht zu weit sich entfernen. Weil sie eben nicht so sein kann wie hier, dass sich eine Nullstelle aufspaltet in endlich viele oder schlimmer andersrum. Und das kann ich auch konstruktiv beweisen, ohne alles. Ich schreibe euch noch die Formel dafür hin. Beweis 3. Und zwar mache ich das gerade im Modell über L und U, über Dedekindsche Schnitte. X wird einfach Dedekindsche Schnitt zu L und U. Wobei L all die rationalen Zahlen werden, Q, sodass f von Q kleiner 0 ist. Und U werden all die Zahlen Q, sodass f von Q größer 0 ist. Man kann nachrechnen unter den Voraussetzungen, die wir haben, dass es ein Dedekindscher Schnitt ist. Und man kann nachrechnen unter der Voraussetzung, die wir haben, dass f von dem wirklich 0 ist. Im Wesentlichen, weil es kleiner gleich 0 und größer gleich 0 zugleich ist. Polynome zum Beispiel, die sind immer lokal unkonstant 0, wenn sie nicht gerade konstante Polynome sind. Denn ihr wisst, ein Polynom von Grad n, wenn ich da n plus 1 Punkte nehme und das Polynom war nicht gerade 0, dann muss mindestens einer von denen entfernt von 0 sein. War das Polynom sonst, ne? Gut. Das war's. Was wir nächstes Mal machen ist, falls ihr Bock habt, ich frage euch gleich danach, machen wir noch einen Beweis davon, richtig? Beweis von 3 ist aus meiner Sicht wirklich fertig. Ihr müsst nur noch Routineaufgaben machen, um das nachzuprüfen. Und ansonsten fangen wir mit Proofmining an und werden das im analytischen Setting auch gleich abschließen. Machen wir übernächstes Mal Proofmining in der Algebra. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you.